Denn dir geht es alles andere als gut. Das heißt dann wohl, dass wir nicht mehr weit weg vom Kältekern sind. Aber Teddy mutet sich viel zu viel zu. Ob Teddy das wirklich aushält? Ohne Belebersamen nicht. Ob wir schon ganz oben sind? Das Gelände hier ist jetzt auf jeden Fall schon ziemlich offen. Ah, Doki, da drüben. Da drin ist der Kältekern, wie es aussieht. Sieh nur, der Wind weht in diese Richtung. Der Kältekern ist vielleicht dort. Gehen wir, Doki. Wir müssen jetzt noch gegen Kyurem kämpfen. Ja. Wartet. Ich muss einmal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Hauptsache irgendwas zu trinken gerade, weil mein Hals wieder echt trocken ist. Das ist Kyurems Stimme. Ja, dabei waren wir schon so nah dran. Ich hatte gehofft, wir würden Kyurem nicht über den Weg laufen. Das stimmt, dass im Inneren der Kältekern wartet. Aber das kann euch egal sein. Es ist euch beiden nicht gestattet, zu ihm vorzudringen. Kyurem. Ich dachte ja, ich hätte mich deutlich genug ausgedrückt. Ihr solltet immer noch vorhaben, diese Welt zu retten. Solltet ihr immer noch vorhaben, dann werde ich euch noch mit aller Härte bestrafen. Nur weil du uns herumschubst, werden wir nicht auf dich hören. Ein derart trauriges Sinne für die Welt der Pokémon können wir nicht akzeptieren. Nehmt endlich auf. Wie sehr ihr euch auch windet, die Zukunft ist unabänderlich. Nein. Wir selbst haben unsere Zukunft in der Hand. Persönliche Geschicke mag man wohl selbst beeinflussen können. Aber wie wisst ihr dies? Im Angesicht dieses globalen Schicksals seid ihr nur unbedeutende Winzlinge. Das Schicksal der Welt ist besiegelt. Man kann nicht mehr ändern. Es kann nicht mehr geändert werden. Ja, das stimmt nicht. Viele kleine Winzlinge können dabei helfen, dass die Welt ein anderes Schicksal findet. Da wird aus einem Winzling ein Wunder. Wenn du meinst, dann zeig es mir. Ich werde es sehen. Euer angebliches Wunder. Fighten wir Kyurem, Leute. Machen wir mal so. Ach, der ist schon auf... Oh, der ist schon auf dem Fleck, okay. What? Wo bist du denn hin, Kyurem? Hä? Das ist weird. Ich würde ganz gern... Funktioniert das? Scheiße. Es hat gut funktioniert. Das wollte ich tatsächlich auch. Fliegen, alles klar. Wir setzen mal eben Heilkraft drauf ein. Alter. Also ich finde den Kampf gerade ziemlich weird. So vom Aufbau her. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen kann oder nicht. Wir setzen wieder Eiszeit ein, ne? Okay. Das war ein weirder Kampf. So, die Idee finde ich gut, über mehrere Felder das Pokémon so, ne, zu gestalten, weil es ein großes Pokémon ist und so weiter. Aber die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, war weird. Ich wusste nicht, ob ich ihn jetzt treffen kann oder nicht. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich Kyurem besiegt. Doki, lass uns schnell zum Kältekern gehen. Wartet. Ihr habt keine Chance. Ich weiß jetzt, wie überzeugt ihr von eurer Sache seid. Aber ganz egal, wie tapfer ihr kämpft. Auch dann werdet ihr die Zukunft nicht ändern können.
dennoch, ich wüsste gern, wo euch eure Tapferkeit am Ende hinführt. Ich würde gern sehen, wie weit sie euch trägt. Kyurem, zeigt mir, wie stark euer Wille ist. Wie stark eure Seele ist. Kyurem. Bleib hier und sieh gut zu, Kyurem. Wir zeigen dir unsere Willensstärke. Gehen wir. Alles klar. Aber oh, ich muss mir andere Stimmen ausdenken für solche Bösewichts-Pokémon oder so. Oder allgemein Bösewichte. Holy, ey. Das tut im Hals weh. Alter, was? Das ist gut dargestellt. Das sieht sehr, sehr schick aus. Das ist also der Kältekern. Ich bekomme keine Luft. Daddy. Dies ist kein gewöhnlicher Wind. Das ist doch Kyurems Stimme. Dieser Wind speist sich aus den negativen Gefühlen der Pokémon. Es handelt sich um den Wind der Täuschung. Okay, der Wind der Enttäuschung? Ganz recht. Misstrauen, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Der Kältekern absorbiert die negativen Gefühle der Pokémon. In Gestalt dieses Windes, der sich wiederum in einen gewaltigen Wirbelsturm verwandelt, der allerorten eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Der Kältekern zehrt von diesem Wind der Enttäuschung, dessen Energie er nutzt, um zu wachsen. Aha. Der Wind der Enttäuschung ist also die Gesamtheit der negativen Gefühle. Teddy war diesem Wind ja direkt ausgesetzt, was eine Erklärung für die Atemprobleme sein könnte. Ja, Doki, mir geht es gut. Beeil dich und vernichte den Kältekern. Alles klar. Meine Kehle, was? Meine Kehle? Ich bekomme keine Luft. Also beeinflusst sie auch Menschen? So fühlt sie sich also an, die Qual der negativen Gefühle. Doch selbst wenn... Bei mir ist es weit weniger schlimm als bei Teddy. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Der Schmerz ist zu stark. Er lähmt mich regelrecht. Jeder einzelne Schritt tut weh. Das darf nicht wahr sein. Wo ich es jetzt auch so weit gebracht habe. Ich habe es bis hierher geschafft. Und soll nun tatenlos zusehen, wie sich das Schicksal zu unseren Ungunst entscheidet. Die Hoffnungen und Erwartungen von allen ruhen auf mir. Dabei wurde mir noch die Rettung der Welt anvertraut. Warum? Also bin ich so machtlos. Was kann ich dagegen tun? Warum kann ich nichts dagegen tun? Du kannst es schaffen. Trinkwaderstimme wahrscheinlich, ne? Oh. Was? Was war das? War so, als hätte ich was gehört. Gib nicht auf! Das habe ich mir doch jetzt nicht eingebildet. Du kannst es schaffen. Ich höre es auch. Gib nicht auf. Auch ich kann es vernehmen. Gib nicht auf, du kannst es schaffen. Gib nicht auf, hörst du, gib alles. Es werden immer mehr Stimmen. Oh, das sind ganz viele. Oh, okay, ich lese jetzt alle einfach in dieser Sprache oder diese Stimmen vor. Streng dich an, gib nicht auf. Du kannst es schaffen, gib alles. Die ganzen Stimmen werden so verzerrt, dass sie alle zu dieser Stimme werden hier drin, okay? Der Wind. Gib nicht auf, gib nicht auf. Gib nicht auf, gib nicht auf. Das ist... Streng dich an, gib nicht auf. Du kannst es schaffen, gib alles. Streng dich an, gib nicht auf. Halte durch. Gib nicht auf. Bitte gib nicht auf. Alter, bin ich durch. Ja, wie habe ich den denn nochmal gesprochen? Geh nicht auf, halt durch oder so ähnlich. Du wirst es schaffen. Gib dein Bestes, hörst du? Du schaffst das. Gib mich auf. So habe ich ihn gesprochen, ne? Gib mich auf, hier. Yeah. Häng mich rein. Nur Mut. Nicht verzagen. Wir glauben an dich.
Unser Schicksal liegt in deiner Hand. Du darfst nicht aufgeben. Gib alles, sei stark. So viel Zuspruch. Von allen Seiten. Dies sind die aufmunternden Worte aller jener, die an dich glauben. Die Pokémon senden ihre ganzen Wünsche und Hoffnungen näher zu uns. Es mögen vielleicht nicht alle Pokémon dieser Welt sein, aber es sind alle, die dank dir den Glauben an die Zukunft wiedergefunden haben. Die Zahl derer, die mutig und zuversichtlich in die Zukunft blicken, ist gestiegen. Und dank ihnen hat der Wind der Enttäuschung nachgelassen. Der Wind der Enttäuschung hat nachgelassen? Ja, ganz richtig. Die positive Energie dieser Pokémon kommt den störenden Kräften des Kältekerns in die Quere. Ja, ich wusste es. Wenn nur alle vorher Zuversicht nach vorne sehen, dann können wir diese Welt und ihre Zukunft ändern. Meine Stärke kommt zu mir zurück. Ach, nun bin ich bereit zu kämpfen. Auf geht's. Hoi! Was? Ich muss... Was? Okay. Gut. Der Kältekern dennoch... Also er hat keinen Schaden. Dennoch angreifen lautet die Devise. Trotzdem weitermachen. Au! Ich bin verwirrt, dein Ernst. Lass mal eine Sinebeere essen. Warum muss ich denn jetzt gegen den Kältekern kämpfen? Explosivsam! Los! Kältekern leider keinen Schaden. Trotzdem weitermachen. Nein, kein Schaden. Trotzdem weitermachen. Doki hat viel Schaden erlitten. Ich habe ja noch zum Glück ein paar Siedelbeeren. Nicht viele, aber ein paar. Hallo, kann ich jetzt mal irgendwie... Okay, ich kann wieder... Kältekern rein. Was ist meiner Mann? Trotzdem weitermachen. Oh, ich bin schon wieder verwirrt. Oh, das ist blöde Verwirrung, ne? Go, Doki, du triffst. Oh, das war die komplett falsche Richtung. Das war auch nicht so nice. Hallo. Kann ich mal, Ich kann den Kältekern wahrscheinlich nicht schlafen lassen, ne? Das wäre witzig. Danke! Oh! Ich dachte, er ist doch gestorben, ne? Das wär's gewesen, ey. Meine Angriffe sind wirkungslos. Kein einziger geht durch. Ganz egal, wie ich auch angreife, der Kältekern ist das völlig kalt. Was soll ich denn bloß machen? Nein! Oh, du meine Güte! In dem Moment, in dem ich anfing, an mir selbst zu zweifeln, ist der Wind... Ja, Doki, du musst an dich glauben. Sei stark! Der Wind wird... Der Kältekern wird ja immer... What? Opa, schau mal dort über dem Eispalast. Hallo, was ist denn das? Diese bedrohlich wirkende violette Wirbel. Der bedrohlich wirkende violette Wirbel. Das ist vielleicht eigentlich ein Freund. Sieht nur bedrohlich aus. Was geht denn hier vor sich? Was auch immer es sein mag, mir spart nichts Gutes. Ja, bei seinem Anblick läuft es einem eiskalten Rücken runter. Wir haben zwar versucht, gemeinsam voller Zuversicht nach vorne zu blicken, Quark. Aber es sieht nicht so aus, als würde es funktionieren, Quark. Scheint fast aussichtslos, Quark. Zuversicht allein ist wohl nicht genug, was? Ich stecke in der Klemme, das ist die ungeschminkte Wahrheit und sie tut weh. Na, was redet ihr da bloß? Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Die Pokémon, die in Rastatt vorbeigekommen sind, da haben die Kunde verbreitet. Dagegen gibt es sicher noch... Sicher auch in anderen Orten Pokémon, die uns unterstützen. Und vergesst nicht, all die Pokémon, die sich auf dem Standplatz versammelt haben. Die wissen nicht, wie es
um den Eisbrecher steht, aber sie senden unsere Freunde dort unbeirrt ihre Gedanken und guten Wünsche. Was werden sie wohl tun, wenn wir den Ernst der Lage gekannt haben, die einfach den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weiter an unermüdlichen Doki glauben und an alle anderen, die im Eisplatz ihr Leben aufs Spiel setzen. Hey, seht doch, Bock, der violette Wirbel, Bock. Er wird immer größer, Bock. Tatsächlich. Also doch. Wir sind verloren, stimmt, das ist wohl das Ende der Welt, Quack. Und zwar ziehen wir nun endlich alle an einem Strang. Aber das kam wohl zu spät, oder? Opa. Opa. Joklef, Quack. Aber wir können jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und Ohren steif halten. Wir müssen da durch. Das ist nur in meiner Stimme. Deshalb kommen meine eigenen Worte mir so halbherzig und inhaltsleer vor. Bin ich doch so überzeugt. Das klingt nicht nach jemandem, der aus Überzeugung spricht. Warum nur klingen meine eigenen Worte so unwahr? Könnte es sein, dass ich selbst von meinen Gefühlen zum Lachen gehalten werde? Das jetzt, wo wir doch eigentlich endlich alle begonnen haben, zusammenzuarbeiten und voller Zuversicht nach vorne zu blicken. Egal, wie sehr wir uns an dem scheinbar unausweichlichen im Weg stellen. Egal, wie vermissen wir kämpfen. Letztendlich werden wir unser Schicksal wenn ich ändern können, oder? Oh, diese Zwischensequenz war schon wieder so unnötig. Es tut mir leid, Leute. Das Ende ist bisher richtig, richtig geil, ne? Aber diese Zwischensequenz war so unnötig auch wieder in die Länge gezogen, ne? Ah. Doki, du darfst nicht aufgeben. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug an das scheinbar Unmögliche glauben. Und das musst du auch, Doki. Du hast recht. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde auch die letzten, wirklich die allerletzten Kräfte mobilisieren und angreifen. Ah! Das hat funktioniert. Ah! Ein Regenbogen. Hey, seh nur. Das ist doch ein Regenbogen. In der Tat, ein Regenbogen. Hinter dem Eispalast ist ein Regenbogen im Himmel zu sehen. Kommt zu glauben, aber es ist wohl der den... aber er ist es wohl, der Regenbogen, der... Oh nein, der Regenbogen. Und verschwindet wieder. Oh, Alter, diese... Hey! Oh, was war das für ein Augenblick? Doch, wir haben ihn doch alle ganz deutlich gesehen, nicht wahr? Quack. Ich habe ihn gesehen. Aber Atem, warum schön? Ist lange her, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, dass die Erinnerung an ihn fast aus meinem Gedächtnis verschwunden ist, Rob. Doch es besteht überhaupt kein Zweifel. Es wird der Regenbogen der Hoffnung. Es wird der Regenbogen der Hoffnung, Rob. Oh, ich wusste es doch. Es muss so sein. Quack. Er ist zurück, der Regenbogen der Hoffnung. Dieser Regenbogen, dessen bloßer Anblick alle Pokémon mit Hoffnung erfüllt. Na, ich möchte ihn noch einmal sehen. Oh, ich möchte ihn in aller Pracht am Himmel leuchten sehen. Ich werde die freudige Botschaft den anderen am Stammplatz übermitteln. Oh, hör doch auf zu. Es gibt wieder Hoffnung. Es ist bald. Es ist also noch nicht alle Tage Abend. Bitte. Wir zeigen uns noch einmal. Ja, ich möchte den Regenbogen der Hoffnung noch einmal sehen. Ja, bitte, bringt ihn so zurück. Okay.